Klassenkonferenz bekommen, nur weil Sinan am Zaun stand und ich mit ihm geredet habe, weil er sich der Schule 2 Kilometer nicht nähern durfte. Und er kam trotzdem jedes Mal zur Schule, hat sich da einen Zaun gestellt und ich konnte ihn halt nicht ignorieren, nur weil ich mit ihm geredet habe, haben die mir eine Klassenkonferenz gegeben. Sinan war richtig, als wir Kids waren, also was heißt Kids, ich gehe jetzt hier so Alter 12, 13, bis, weiß ich nicht, 16, 17, er war richtig Beller dann, richtig. Er hat Lehrer geschlagen auf Schule und so. Sein größter Coup war, glaube ich, dass er sich am Ende die Tochter von dem einen Lehrer. Vergessen wir es. Auf jeden Fall gab es da einen Lehrer. Es gab einen Lehrer, der war richtig, der hat uns alle gefickt. Uns alle. Oktay Genç 08. Alle haben ihn gehasst. Der war wirklich ein Tyrann, ein Diktator, ja. Ein wahrhaftiger Diktator. Und er hatte aber eine Tochter in der Oberstufe. Und Sinan hat auf jeden Fall den Traum eines jeden Schülers, der von seinem Lehrer gefickt wird, erfüllt. So viel kann ich nur dazu sagen. So viel kann ich dazu nur sagen. Jahren mal in Düsseldorf Altstadt kennengelernt mit meinen Jungs. Der hatte nur eins im Kopf an dem Abend: Geld machen. Ja. Ja, Sinan hat damals durchgezogen. Also, das ist wirklich, er ist reingegangen, er ist in Läden reingegangen, er hat Tresore aufgemacht. Er hat wirklich, er ist einmal mit dem Tresor. Und, ey, darf ich das überhaupt sagen? Wie lange ist das her? Ja, doch, ist schon alles her. Mehr als 22 hat abonniert, ich küsse deine Augen, Bro. Bro oder Sis, Gott weiß. Auf jeden Fall, er ist einfach mal mit so einem Tresor von Jack and Jones durch die halbe Stadt gelaufen. Einmal. Ich war 14, 15. Da hat er mich gerufen und hat mich auf so einen Parkplatz gebracht. Ja, und ich war damals ein sehr schmächtiger Junge. Ich bin ja jetzt auch kein, was weiß ich, jetzt nicht breiter als der Türsteher, so Majo-mäßig, aber damals, ich war wirklich, ihr kennt Feuer über Deutschland, haben uns letztens angeguckt, diese Zeit noch davor, ja. Und hat er mich zu so einem Parkplatz gebracht. Da war so ein Realmarkt, riesiger Realmarkt. Und dann zeigt er mir so ein. Da war so ein. Die wollten da rein, ja. Aber da war so ein. Du musstest durch so ein Ding, da passte keiner durch. Dann hat er mich da hingeholt. So gesagt: Bro, du bist der Einzige, der da durch kann. Scheiße. Geh da rein und hol alles raus. Willst du mich verarschen oder was? Ich habe dann da eine Stunde mit ihm rumdiskutiert. Und er gesagt: Verpiss dich, ich mache selber dann. Dann bin ich abgehauen von da. Aber auf jeden Fall, er wollte mich durch diesen Schlitz schicken. Ich fick ihn. Er wollte mich einfach durch diesen Schlitz schicken. Ja. Es war auf jeden Fall sehr geil. Yo, Sport. Hallo. Yo. Aber wir sind live auf Twitch. Oh, sorry, Bro. Ey. Ich erzähle dir gerade Anekdoten von dir und mir. Was denn? Ich hoffe nicht die perversen Sachen. Nein, habe jetzt erstmal gerade erzählt, dass ich eine Klassenkonferenz bekommen habe, weil ich dir Hallo gesagt habe am Schultor. Scheiße, Dicker. Dann kannst du dich noch an Herrn, ich weiß nicht seinen Namen, kannst du dich noch an
An unseren Abteilungsleiterlehrer erinnern, der immer alle gefickt hat? Pötz, Nein, der andere, der mit SCH anfängt. der Hundesohn. Ach so, Schmelzer, ich fick seine Tochter. Ich will darüber nichts sagen, aber offenes Geheimnis, du weißt. CIA-Geheimnis. Seht ihr, ich hab das schon erzählt. Hast du Dann Wichser, sage ich den, irgendwann mal ruft Sina mich an. Ich war 15 Jahre alt, ich war noch richtiger Stock. Er ruft mich auf so einen Parkplatz von Real und zeigt mir so einen Schlitz, wo keiner durchpasst, außer ich, und sagt: Geh da rein und hol alles raus. Aber für diese Sache haben die dich gefickt am Ende, ne? Ja, ich habe die Sache ja wenig später mit ein paar anderen Leuten gemacht. Und da ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Und ein V-Mann hat mich gezinkt. Aber lange Geschichte, Bruder. Das reicht jetzt für diesen kurzen Anruf nicht. Ey, du musst auf jeden Fall auf Twitch kommen. Boah, mir sagen so viele, mach endlich Twitch. Ich fick mein Leben, Alter. Ich mache jetzt Twitch demnächst und dann gehe ich auch auf YouTube und so live. Dies, das und auf Twitch auch. Bringt das was, diese Twitch live gehen, Bruder? Ich weiß nicht, ja. Bruder, das ist was ganz anderes. Das ist hier du. Ich bin, das ist mein Wohnzimmer jetzt hier. Verstehst du? Das ist deine Die Hard Community. Und Bruder, GTA. Ich weiß nicht, ob du siehst, was ich hier bei GTA mache. Octagench, danke für deinen Sub. Bruder, GTA, Bruder, du musst in GTA reinkommen. Bitte. Wallah, alle sagen mir GTA, alle sagen mir GTA. Ich habe schon Nachrichten gekriegt wegen dieser GTA. Erinnert sich nicht mehr? Mein GTA-Video auf Facebook vor 5, 6 Jahren mit diesem Center, wo ich mit Flugzeug reingeflogen bin. Ich weiß nicht, ey Bruder, GTA Roleplay, du bist richtig, du musst diese Person spielen, die du da drin bist in diesem Spiel. Wallah. Ich schick dir zwei, drei Clips später bei WhatsApp, guck dir das an, du lachst dich bescheuert, Bruder. Wallah, du musst da reinkommen. Geil, Du musst geil, reinkommen geil. und Ich eine glaub... iranische Mafia gründen. Wallah, Bruder, keine Probleme, wir sind da, die Aschirette ist hier. Mit wem bist du live? Wer ist noch dabei? Ich bin alleine, Bruder. Ich warte gerade auf Testergebnisse. Ich bin ein bisschen krank. Wallah, was ist da los? Weißen wir nicht. Ich habe jetzt Test gemacht. Mal gucken. Bruder, ich sag dir ehrlich, ein Tipp für dich und auch an alle Zuschauer. Bruder, ich sag dir ehrlich, Manuka-Honig. Ja. Jeden Morgen auf leeren Magen, frisch gepresste O-Saft mit Zitrone jeden Tag. Bruder, dann kann dir gar nichts, Bruder. Ja, Mann, inshallah passiert nichts. Wallah, inshallah, Bruder, inshallah, khair, inshallah, gute Besserung. Inshallah, bist du schnell wieder fit, Bruder. Und ich hab gesehen, du machst diese Twitch-Sachen geil, Bruder. Bleib dran, mach das. Steht dir, ist geil. Lustig auf jeden Fall. Danke, Bruder. Ich küsse dein Herz, wir quatschen später. Inshallah, Bruder. Pass auf dich auf und an alle Zuschauer, liebe Grüße. Yalla, Bro, ciao. Bye, bye, ciao, ciao. Auf jeden Fall. Das war sehr wild.